In was für einer Programmiersprache würde eine künstliche Intelligenz, KI, eigentlich programmieren? Ich finde, das ist eine völlig spannende Frage, sich darüber einmal Gedanken zu machen. Würde sich diese künstliche Intelligenz C-Sharp, Java, JavaScript, Python oder sowas auswählen? Mal kurz anhalten, selber drüber nachdenken. Ich glaube kaum. Irgendwann wird es natürlich dazu kommen, das ist ohne Frage so. Irgendwann wird eine künstliche Intelligenz, werden wir künstliche Intelligenzen entwickeln, heranziehen, züchten, die anfangen, selber Programme zu schreiben. Ohne Frage wird das eines Tages so kommen. Es gibt schon genetische Algorithmen, das wird alles schon einmal ausprobiert, rumexperimentiert. Der Gedanke liegt auch nicht fern, dass wir irgendwann eine KI selber suchen lassen, wie Algorithmen bewältigt werden. Wir haben auch Riesendatenmengen, nehmen wir allein die ganzen Programme auf GitHub. Da kann eine künstliche Intelligenz möglicherweise eine Menge von lernen oder sie entdeckt, so wie, ähnlich wie es AlphaGo gemacht hat, das Programmieren selber mit all seinen Fähigkeiten. Warum glaube ich nicht, dass diese Programmiersprachen von einer künstlichen Intelligenz genutzt werden? Wenn wir uns künstliche Intelligenz, sich an der Nachbildung der menschlichen Intelligenz, der Struktur, wie unser Gehirn arbeitet, und wenn man sich mal anschaut, wie wir Menschen damit umgehen, mit diesen imperativen zustandsbasierten Sprachen, die scheinen erst sehr intuitiv und zu sein, sie sind sehr leicht zu vermitteln, zu erklären, haben aber ein Problem, die ganze zustandsbasierte Programmierung scheitert sehr viel daran, dass sie erstens Schwierigkeiten hat mit der Modularität, auch Objektorientierung ist nicht letztlich die Lösung, wie sich gezeigt hat. Schwierigkeiten hat vor allem das größte Problem mit Nebenläufigkeit und drittens auch mit, kann ich Reasoning, Begründung machen über Programme. Und was sich zum Beispiel zeigt, immer in Java, wenn ich mit meinen Studierenden programmiere, ich gebe eine Programmieraufgabe, relativ klar umrissen von der Aufgabenstellung. Wie viele mögliche Programme gibt es danach, die ich mir anschauen kann? Wenn ich 100 Studierende habe, eine Aufgabe in Java, kriege ich 100 verschiedene Lösungen. Und es ist ganz, ganz schwer, in diesen Imperativen zu begründen, warum es dieses Programm, obwohl es es tut, das ist immer das Kuriose daran, das Programm tut es, zu begründen, warum ist das eine Programm besser geschrieben als das andere Programm. Machen wir einen Wechsel, nehmen wir eine funktionale Programmiersprache, also aus dem Lager der deklarativen Sprachen, sieht das plötzlich ganz anders aus. Nehmen wir dann Haskell. Ich gebe eine einfache Programmieraufgabe. Und das Interessante ist, jetzt werden anfangen, die Lösungen zu konvergieren. Ich finde sehr, sehr viele ähnliche Codefragmente, die entstehen. Und es ist fast so, als ob die Studierenden voneinander abschreiben würden, was aber nicht der Fall ist. Sondern mit diesen Sprachen engt sich der Lösungsraum wie von selbst ein. Und in diesen Sprachen kann ich anfangen, Begründungen zu machen. Da ist schon fast das Kriterium kompakter, ist besser. Kommt natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Aber alle werden ähnliche Lösungen finden. Und ich kann bessere Begründungen darüber machen, sogar mathematisch motiviert, warum das eine besser und in Anführungszeichen auch elegant ist als das andere. Was ich also glaube, wenn wir künstlicher Intelligenz das Programmieren entdecken lassen, dann wird diese Sprache angesiedelt sein bei den deklarativen Sprachen, die eine saubere mathematische Fundierung haben, die seiteneffektfrei sind, beziehungsweise Seiteneffekte, also wie die Ein- oder Ausgabe, sauber kapseln können und damit über den Restteil des Programms, das keine I/O hat, vernünftige Begründungen führen lassen. Und auch das ganze Thema Design Patterns verschwindet fast in diesen zustandsfreien Programmiersprachen. Es sind alles klar umrissene, mathematisch beschreibbare Muster und auch nachbildbare Muster. Und was eine künstliche Intelligenz machen wird, sie wird anfangen zu programmieren, auszuprobieren, rumspielen und dann natürlich konvergente Lösungen suchen. Hier ist der Zustandsraum zu groß. Hier gibt es wenig konvergierende oder selbstkorrigierende Mechanismen. Bei der funktionalen oder bei deklarativen Sprachen allgemeiner gesprochen, kann ein mathematisches Kriterium allein schon wie die Dichte eines Programms, also Zeilencode,
schon als Kriterium helfen, dass eine künstliche Intelligenz sich ausrichten kann. Bei imperativen Sprachen haben wir mehr so etwas Intuitives wie Beauty oder das ist gelungen, da hast du einen Pattern angewendet, aber es ist immer schwer zu erklären, warum, weshalb das gut ist. Künstliche Intelligenzen werden also eines Tages funktional programmieren, da bin ich mir ganz sicher. Oder diskutieren mit in den Kommentaren.